Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, die Firma Funhole haut hier momentan sehr, sehr viele Sets raus. Ich muss sagen, das hier hat mir direkt bei der Ankündigung schon sehr gut gefallen und ich habe es dann jetzt mir mit einem Funhole-Gutschein und sowieso dem Rabatt, den es auf Amazon gibt, dort gekauft. Deswegen war es dann in einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, es liegt bei 90 oder 100 für 1470 Teile und ja, ich habe jetzt, glaube ich, 60 bezahlt. Ja, aber wie gesagt, kommt drauf an, welche Rabatte aktuell verfügbar sind. Ja, was wir von Funhole kennen, klar, Beleuchtung ist dabei, Drucke sind dabei und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Set, hat also wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Anleitung bei Funhole ist wirklich klasse. Einzigsten Verbesserungsvorschlag, den ich hätte, wäre, dass man diese Beleuchtungseinheiten, die man jetzt quasi noch nicht verbaut hat, also wie jetzt hier zum Beispiel, dass man das nicht unbedingt immer anzeigt, wo es denn jetzt irgendwo liegt. Also irgendwo muss man es ja platzieren, weil klar, man hat diesen Bändel irgendwo und das muss ja irgendwo dann untergebracht werden. Aber das würde ich der Einfachheit halber eigentlich rausnehmen und eigentlich nur dann noch anzeigen, wenn man es dann wirklich auch dann irgendwo herführen muss. Aber die Kabelführung, das verbessert sich irgendwie von Mal zu Mal, habe ich das Gefühl. Also da hat man doch mit einigen Bricks sehr gute Ideen geschaffen, um die Kabel nicht einzuklemmen. Also es gibt entsprechende Öffnungen oder hier solche kleinen Kabelschächte, die mit solchen Bars hier gemacht werden. Nicht Bars, wie heißen die Dinger? Also ihr seht es nicht richtig, jetzt seht ihr es. Damit kann man natürlich so schöne Kabelschächte bauen und es wird auch immer wieder hingewiesen, wo man jetzt nochmal Acht geben muss. Also es ist eigentlich, finde ich, mit die beste Anleitung. Vor allen Dingen, sie ist groß. Also auch für Leute, die dann doch schon mal die Brille benötigen. Ansonsten, es wird auch hier einfach schon mal das Teil angezeigt. Also hier, das sind ja diese einmal zwei Bricks. Ich habe heute irgendwie ein Sprachproblem. Diese einmal zwei Plates, die unten quasi auch eine Möglichkeit haben, das Kabel durchzuführen. Das wird jetzt hier schon angezeigt, dass ich es zweimal brauche aus der Tüte F. Da sind auch die Figurenteile drin. Und dann soll man es hier dann verbauen. Na, hier sieht man es, ist es noch nicht verbaut. Hier ist es verbaut. Und hier kommt das zweite dazu. Und manchmal gibt es noch so Ansichten, wo man es einfach nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Ich schaue mal gerade, ob ich es jetzt schnell finde. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber es gibt dann teilweise nochmal so Draufsichten. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt gar nicht so schwierig zu sehen, aber bevor man jetzt hier unten die Noppen in der Perspektive abzählt, bekommt man hier nochmal so eine Draufsicht angezeigt. Und das gibt es halt auch bei anderen Bauschritten, wo es ein bisschen komplizierter vielleicht erscheint. Und dann sind das wirklich sehr hilfreiche, hier zum Beispiel, hier sieht man nochmal in aller Seelenruhe von oben, wie soll man die Kabel führen. Ne? Also da kann man theoretisch genau an den Noppen lang gehen, wo Funhole das vorgesehen hat. Also Anleitung top. Hier ist noch ein bisschen was an Aufklebern übergeblieben. Genau, das war jetzt eigentlich keine richtige Information. Wir haben nicht nur Drucke, sondern wir haben auch immer ein paar Aufkleber dabei. Und die sind alle in zwei Varianten, nicht in zwei Varianten, in zweifacher Ausfertigung dabei. Ihr seht also, wenn man sich da mal verkleben würde, könnte man es nochmal richten. Es sind ein paar schöne Details, die damit beklebt wurden und das hätte man als Druck wahrscheinlich auch schwer hinbekommen. Sehr, sehr schön hier am Anfang so diese Einleitung mit so ein paar schönen, stimmungsvollen Bildern, die Inspiration zu diesem Set und hier wird nochmal ein bisschen technisch was erklärt, worauf muss man Acht geben mit der, mit den Steckern, mit den Kabeln, mit der Batteriebox. Der Teiletrenner wird nochmal erklärt. Ich habe diesmal auch wirklich mal eine Pinzette dabei, die ist richtig klasse. Ich habe meine
mal zur Seite gelegt. Hier werden die Aufkleber nochmal gezeigt, diese Transfersticker mit der Folie, die man hinterher noch abzieht. Also sehr, sehr schöne Einleitung. Und hier sehen wir dann nochmal, was in der Figurentüte ist. Und da sind halt auch ein paar Sachen, die für die Beleuchtung hinterher sind. Also wie die Kabel abgedeckt oder geführt werden und so kleine runde Basics, wo quasi zum Beispiel Kerzen oder so draufgesetzt werden. Ja, das zur Anleitung, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann haben wir hier diesen Karton mit den Beleuchtungstüten. Also hier habe ich jetzt quasi die Pinzette noch drin und den Teiletrenner. Und hier sind noch ein paar Teile übrig, und zwar von den Armen und Händen ist noch was über und von den 1x1 Teilen ist auch noch ein bisschen was über. Und dann haben wir eine Sache, da bin ich leider am Anfang drüber gestolpert. Und zwar war das Thema mit diesen Teilen hier. Deswegen sind die hier auch noch zweimal drin. In einer Tüte sind diese beiden Teile drin. Das ist im Dachgeschoss. Und die sind leider falsch, weil die müssten, wie ihr seht, so sein wie dieses Teil. Die muss auf einer Seite noch eine Aufnoppfläche haben. Und zwar sind das quasi für den Dachgiebel Überstände nach innen. Das hätte man auch mit anderen Teilen lösen können, aber man hat sich halt hier jetzt für entschieden, um jetzt ein bisschen Stabilität und so einen Gegendruck hier gegen die Wand noch zu haben. Und da hat man wohl diese falschen Stücke mit in den normalen Tüten eingepackt. Und dann ist ihnen das noch aufgefallen, da haben sie eine extra Tüte dabei gelegt. Und haben halt diese noch dabei gelegt. Das ist mir leider zu spät aufgefallen. Ich habe dann schon in meiner Technik-Tüte gesucht und habe auch gefunden. Diese, einen habe ich jetzt verbaut gelassen, weil ich, man sieht das auch nicht. Aber auf der Seite hat man halt quasi diese graue Plate nach außen noch gesehen. Also hier so in einem der Giebel. Und deswegen habe ich das dann ausgetauscht. Aber das andere war mir zu aufwendig. So, der Karton, der verdeckt nur das Set. Den tun wir jetzt auch weg. Der ist schön gestaltet. Also auf jeden Fall kann man den sich aufheben. Hier sieht man nochmal on-off, wie sieht es aus. Und dann kommen wir wirklich zum Eigentlichen. Da ist er. Oder da ist sie. Die Apotheke oder der Apothecary Shop, wie man im Englischen dazu sagt. Ja, im Prinzip sehr, sehr schön gestaltet. Wir haben die zwei Minifiguren. Das ist wahrscheinlich der Apotheker. Der hat einen schönen Druck und der hat natürlich tolle Haare, einen schönen Bart. Und er hat ein tolles Cape mit Kapuze. Das war gar nicht so einfach, weil man sieht zwar, wie es gedacht ist, aber dann muss man doch nochmal so ein bisschen selbst testen, wie man das dann so übereinander legt, diese Schlaufen. Das kommt ja alles um den Hals rum. Aber das ist so dünn, dass es auch nicht so aufträgt, dass der Kopf irgendwie nicht mehr festsitzen würde. Also den finde ich richtig klasse gemacht. Der sieht toll aus. Den stellen wir mal hier zur Seite oder noppen ihn mal wieder auf. Ja, dann haben wir eine schwarze Katze. Auch sehr schön. Die hat auch ein Gesicht, blaue Augen. Und wir haben noch einen, ich sag jetzt mal, jungen Mann. Der hat auch so ein einfaches Hemd, so ein, was auch jetzt in diese Mittelalterzeit passt. Den stellen wir mal hier wieder hin. Ja, dann gibt es hier so einen Kräuter-Gemüsegarten, wo der Apotheker wahrscheinlich auch so seine Zutaten anpflanzt. Das Haus ist rundherum ein bisschen begrünt. Was schön ist, ist wirklich auch dieses Dach. Da muss man aber auch ganz schön Zeit verbringen, das ist also mehrstufig gebaut und wird dann auch so ein bisschen in, mit Kugelgelenken entsprechend in diese Winkel positioniert und dann hier quasi eingesetzt. Das gucken wir uns noch gleich an. Und ja, wir haben hier vorne eine Tür, hier ist auch jetzt ein Sticker drauf, um dieses Türschloss noch auf dieser Fliese anzudeuten. Ein bisschen Steinfläche im Eingangsbereich. Hier an der Seite sieht man so ein bisschen das Kabel nach oben. Hier kommt es raus und von hier unten kommt es raus. Hier geht es mal einmal rein in die mittlere Etage
Und dann geht es auch noch weiter nach oben. Und man hat es aber so gebaut, dass man das auch abheben kann, das Gebäude, obwohl es verkabelt ist. Also das ist auch sehr, sehr clever gemacht. Ja, und seht, dieses Dach ist natürlich super Highlight, finde ich. Und dieser Schornstein, ganz toll. Dann auch nochmal dieses schräg gestellte First. Ja, und hier sehen wir den Giebel von der anderen Seite. Hier haben wir die Batteriebox, die ist extra noch in Z-Farbe gestaltet. Normal sind die ja schwarz. Die kann man also hier abmachen. Hier unten kommt die Kabelzuführung. Das kann man jetzt auch noch ein bisschen hier hinterlegen, wenn man das dann verstecken will und klemmt das dann quasi damit ein. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Aber wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch. Ich zeige euch das jetzt erstmal im beleuchteten Zustand. Dafür machen wir mal ein bisschen Licht aus und schalten die Batteriebox mal ein. Und nehmen dann das Licht auch noch weg. So, und dann seht ihr jetzt, hier vorne haben wir eine schöne Fackel. Dann sieht man hier innen hinter den Fenstern auch so ein bisschen das Licht vorscheinen. Hier ist quasi so eine Kerze oder eine kleine Feuerstelle in diesem Nebengebäude. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, wie Zelt sieht's aus oder so eine kleine Karte, ob da der junge Mann seine Unterkunft hat. Das ist wahrscheinlich der Apothekengehilfe. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Dann haben wir hier die Eingangstür. Hier oben gibt es ein schönes Schild. Und dann sieht man hier im Bereich des Eingangs eine Laterne. Die könnte man jetzt auch in die Hand nehmen, aber die hat natürlich eine Kabelzuführung. Deswegen ist man dann da etwas eingeschränkt. Dann geht es da ein bisschen die Treppe rauf und nach hinten in den ersten Raum rein. So, und ja, man kann also jetzt hier oben dieses Gebäudeteil abnehmen. Und hier hinten haben wir noch die Möglichkeit, auch mal aufzuklappen. Das ist auch sehr schön gelöst. Dann sehen wir hier dieses erste OG. Da sieht man hinten eine schöne Feuerstelle. Man sieht eine Laterne, die von der Decke runtergeht. Wir haben unten ein rotes Feuer mit einem Schürhaken. Hier ist sogar so ein Blasebalg gebaut. Da seht ihr jetzt gar nicht richtig, lässt sich schwer zeigen. Also hier an der Seite ist so ein Blasebalg, wo man das Feuer nochmal anschüren kann. Darüber ist eine Esse. Da ist ein großer Kessel. Da stehen so ein paar Sachen. So ein Mörser hier. Da hinten noch so eine Flasche mit Aufkleber. Hier ist noch so ein aufgeklapptes Buch. Hier ist der Durchgang von unten. Der ist sehr schmal, 2x2. Da muss sich der Apotheker schon etwas quetschen, aber es ist angezeigt, dass man da durch kann. Und dann kann man hier hinten auch diese Wand komplett rausnehmen mit der Batteriebox sozusagen. Dann legen wir das mal zur Seite und schauen da auch nochmal rein. Das ist also der Bereich hinten zum Eingang. Und ihr seht, hier sind zwei schöne Kerzen unterschiedlich abgebrannt. Da ist auch nochmal so ein Buch und eine schöne Waage ist da gebaut und hier ist es ein bisschen eng zu dieser Treppe, da muss man die Waage quasi wegstellen, aber ja, der Raum ist halt begrenzt, aber es ist sehr, sehr schön gemacht. Ja, und dann können wir das jetzt hier wieder so mit zwei Noppen ist das nur dranbringen. Das geht relativ easy. So, dann ist es auch wieder fest, hält auch an zwei Noppen, also gar kein Problem. So, dann nehme ich mal hier noch eins der Dächer raus, dass ihr das auch nochmal im beleuchteten Zustand seht. Ja, die andere Seite wäre cleverer gewesen. Hier seht ihr jetzt einen quasi Kronleuchter aus zwei Leuchten bestehend. Das ist also auch sehr, sehr schön gemacht mit dem Kabel. Deswegen führt man das hier bis nach oben. Hier gibt es auch nochmal eine Feuerstelle. Dann schauen wir es uns auch nochmal von der anderen Seite an. Und das hängt man halt hier so quasi ein. Wunderbar. Und hier die andere Seite mit dem Schornstein. Jetzt seht ihr hier nochmal die Feuerstelle. Auch hier wieder so ein Schürhaken. Hier wird auch noch was getrocknet, glaube ich. Hier gibt es nochmal einen kleinen Schreibtisch mit einer Feder und Sitzgelegenheit. Und hier hinten halt diese Feuerstelle, die große. Und nochmal, ja, eben dieser Kronleuchter.
Und hier ein sehr schönes Bett. Der Apotheker soll ja auch irgendwo schlafen können. So, das kann man hier wieder wunderbar einhängen. Dann machen wir mal wieder ein bisschen mehr Licht, dass ihr auch wieder mehr seht. Und dann können wir die Batteriebox, ja, lassen wir so ruhig an. Ist ja kein Problem. Ja, beziehungsweise, wenn ich es jetzt ausschalten will, heben wir das nämlich jetzt mal ab. Das geht auch relativ einfach und ihr seht, ich habe jetzt hier kein Kabel, was mir irgendwie das verhindert. Denn ich habe hier so eine Kontaktfläche und hier eine Kontaktfläche. Und das habt ihr ja auch in der Anleitung gesehen, das wird am Anfang erstmal lange hier liegen gelassen beim Bauen und dann, sobald man diese erste Etage fertig hat, Erdgeschoss fertig hat, kann man es hier dann aufsetzen und das ist dann die Kontaktfläche nach oben. Also sehr clever gemacht, das ist nicht ganz neu, diese Technik. Aber es ist halt hier genau das Richtige. So, hier hat sich ein bisschen was gelöst. Das ist quasi diese tolle Verzierung hier. Weiß nicht, warum die sich gelöst hat, aber es ist eigentlich kein Problem. Also ich muss sagen, die Teilequalität, die ist perfekt. Bei den Fliesen, ja, auch mal vielleicht ein bisschen leichte Kratzer. Aber ich habe angefangen zu bauen. Das waren hier so 2x4 Bricks in Grau auf diese Grundplatte. Diese 16x16. Das hat sich so smooth draufgeklemmt, aber auch mit einer richtigen Festigkeit. Also richtig klasse. Also viel besser geht das einfach nicht mehr. Also das ist hier einfach top. Und ihr seht, das sieht einfach super aus, diese Dachfläche. Und diese Art hier mit dem Aufklappen ist auch sehr dezent. Man sieht es erst gar nicht so richtig. Und man hat hier sogar die Möglichkeit, das hier schön reinzunehmen. Man kann also 90 Grad aufklappen und sieht dann auch im Innenraum nochmal richtig alle Details. Da stehen oben auf den Bördchen jede Menge Dinge noch drauf. Und dieser Blasebalg ist richtig klasse gebaut. Also das ist schon toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Auch diese Giebelverkleidung ist richtig aufwendig gebaut. Sieht einfach toll aus. Und dann würde ich sagen, wo wir das ganze Obergeschoss in der Hand halten, machen wir nochmal die Dachflächen runter. Dann seht ihr nochmal, wie die gebaut sind. Also das ist halt hier in Stufen sozusagen aufgebaut. Hier ist quasi dieses Segment und dieses Segment. Und hier oben gibt es nochmal so zwei schmale Segmente mit diesem Hauptsegment, was dann über die ganze Fläche eben geht. Und dann entstehen nach und nach diese Giebelstrukturen. Ja, und dann seht ihr hier nochmal, also das wird halt ein bisschen früher gebaut, das ist dann quasi diese Gaube, die noch da dran ist. Und auf der anderen Seite eben auch nochmal die Dachfläche, die hatte ich eben noch so schön hier unter diesem, hier sind nochmal so leichte Haltedinge. Also die ist im Prinzip ein bisschen anders gebaut, aber ihr seht ähnlich von Stufen her, auch hier die Verbindung, aber dann doch, weil es durchgängig ist, weil da kein Gaube ist, konnte man das natürlich hier ein bisschen anders realisieren. Es ist natürlich ein bisschen stabiler noch, weil es durchgängig ist. Ja, und dann sieht man hier nochmal dieses Bett mit sandgrüner Decke, dieser tolle Leuchter und diese ganzen Details, die hier sind. Hier ist der Durchgang etwas breiter von unten. Da ist dann auch die Treppe, die dann durchgängig von unten ist, hier ist es sehr schmal, hier oben wird es ein bisschen breiter. Also durchaus könnte man hier sich auch eine andere Plate vorstellen, dass man hier nur eine 2x4 Plate macht, dann hätte man auch hier einen breiteren Durchgang. Also das könnte man theoretisch auch umbauen, ohne große Probleme. Ja, und hier oben haben wir quasi noch so ein bisschen den Dachstuhl, wenn man so will. Hier könnte man sogar noch irgendein Tier oder so draufsetzen, eine Ratte, eine Maus. Ja, aber es ist ja eine saubere Apotheke und da wird geachtet auf alles. Ja, so ein bisschen hier diese tannfarbene Struktur, die hier so ein bisschen mit durchkommt, um das nur ein bisschen aufzubrechen.
Genau, dann gibt es hier vom Designschutz hier diese einmal zwei aufrecht mit den seitlichen Noppen. Die haben immer so eine runde Auskerbung und die sind hinten hohl. Hier seht ihr es nochmal. Die werden halt hier für dieses Fachwerk benutzt. Also da hat man den Designschutz umgangen. Da gibt es noch ein paar andere Teile, wo man deutlich sieht, dass Funhole da sehr hinterher ist und sich da gar nicht irgendwie Schwierigkeiten einhandeln will. Also der Dachstuhl sehr, sehr schön gemacht. Dann können wir den hier schon mal wieder zusammensetzen. Hier oben drauf ist noch eine schöne Eule. Passt irgendwie auch ganz gut zu dem Set. So ein bisschen die Weisheit der Eule und die des Apothekers quasi. Also, das ist das Obergeschoss und dann kommen wir hier zum Untergeschoss. Das baut man hier am Anfang schon viel mit diesen Beleuchtungseinheiten, weil hier unter dem Boden werden quasi natürlich viel Kabel langgezogen. Hier zu dem Tisch hoch gehen einige Kabel, um diese beiden Kerzen zu beleuchten. Und hier rüber, um diese Kerze oder dieses kleine Feuer hier auf der Seite zu beleuchten. Dann haben wir natürlich hier nach außen geführt, an diesen kleinen Eingangsanbau, um diese Laterne zu beleuchten, um hier die Fackel zu beleuchten. Und dann natürlich auch, dass hier oben das weiter hochgeht zum Obergeschoss. Das ist eigentlich sehr dezent gemacht. Ich finde das sehr gut. Viel besser kann man das eigentlich gar nicht führen von den Kabeln. Hier bei diesen Fliesen gibt es auch durch den Designschutz dieses Thema, dass die natürlich innen komplett hohl sind. Die haben also keinerlei Mittelsteg oder so. Deswegen kann man die quasi in alle Richtungen schieben. Das ist ein kleiner Nachteil für diesen Bau jetzt hier an der Stelle, aber man ist dann eben auf der sicheren Seite. Ich überlege gerade, welches Teil noch so eine Designschutzänderung hatte. Genau, es gibt so Klipse, einmal zwei mit so einer Sieklemm dran. Die hat man auch so geschwungen, also abgerundet gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Toll ist hier diese Schlingenpflanze, beziehungsweise das muss man hier so drum wickeln. Also ganz interessant gebaut, aufwendig hier mit so einem. Eine Lasche, die in diese Sieklemm reingeht. Dadurch wird dieses schön gewundene dieser Pflanze dargestellt, was immer es darstellt. Aber mit Früchten dran, Blättern dran, das ist richtig klasse. Aber auch ein bisschen aufwendiger. Hier steht noch so eine Kiepe, die man eigentlich so auf den Rücken macht. Da ist auch eine Pflanze mit einer Wurzel. Warum das jetzt so in der Art hier hingestellt ist, weiß ich nicht. Ein paar Zäune sind hier noch angedeutet. Ja, wir haben die schönen Fenster. Dieser Anbau, da sieht man schon so ein bisschen diese Technik des Dachs auch von oben wieder aufgenommen. Auch sehr schön gemacht, auch den Giebel hier nochmal verkleidet. Ja, und hier sehen wir halt auch unheimlich viel, was hier auf dem Börtchen hier oben noch draufsteht, bestickert jetzt, aber wirklich sehr gut bestickert. Mit diesen Aufklebern geht das wirklich toll. Eine Flasche, eine Schale, hier nochmal so ein Topf und da ist richtig was geboten. Und hier oben, das ist nochmal so ein bisschen als Stabilität für den Boden, der dann drauf kommt. Und überall stehen noch so kleine Dinge, die der Apotheker benötigt. Ja, und hier hinten haben wir halt die Möglichkeit, es aufzumachen. Nehmen wir mal die Batteriebox hier komplett ab. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeit. Also diese Wand hat quasi nur einen Halt an zwei Noppen, aber durch die guten Steine ist das überhaupt kein Problem. Also hier an den zwei Noppen hält es. Ah ja, genau, hier sind auch nochmal so Teile, so diese gestuften, die sind auch sehr abgerundet. Also da hat man auch den Designschutz beachtet. Und hier sieht man dann nochmal. Hier ist eigentlich kein Platz, um hinter diesem Tisch zu stehen, aber so ist es halt vorgesehen eigentlich. Man könnte es theoretisch im Raum auch vorrücken, aber das soll ja so von hinten dann auch beschaut werden können und deswegen hat man es wahrscheinlich auf diese Art und Weise gemacht. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Wirklich ein Highlight zu bauen. Ich habe das überhaupt nicht bereut. Ich kriege nichts dafür.
werde von Funhole jetzt nicht unterstützt. Ich hatte ja immer mal so kleinere Sets bei denen gekauft, habe dann nochmal so einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Und den habe ich halt jetzt auch angewandt. Das war natürlich jetzt hier praktisch bei dem etwas teureren Set. Und ja, von daher war das jetzt für mich okay. Aber da bin ich jetzt einfach noch zu klein für, dass die jetzt auch noch sagen, hier, dir schicken wir jetzt alle möglichen Sets zum Review. Aber trotzdem, absoluter Respekt vor diesem Set. Es ist wirklich super. Es ist ein modulares Gebäude. Es ist nicht zu groß. Es macht unheimlich was her. Beleuchtung sowieso top. Also, da kann man nicht meckern. Jetzt bauen wir es auch nochmal einmal komplett zusammen, dass ihr es dann nochmal zum Ende komplett seht. Und dann schalten wir es auch nochmal ein. So, hier kann man jetzt aufsetzen. Dann muss man natürlich gucken, dass man dann das richtig zusammen hat. Ist aber kein Thema. Kriegt man hin. Und dann schalten wir es auch nochmal ein. Und wir sehen, dass es wieder leuchtet. Von oben bis unten. Ja, und damit sind wir am Ende des Reviews. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Und falls noch nicht passiert, auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch was. Bis bald. Ciao, ciao.